2027. Fortschritte auf dem Gebiet der Biotechnologie ermöglichen es Menschen, ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten erstaunlich zu verbessern. Falls sie es sich finanziell leisten konnten, versteht sich. Ein neuer Typus betrat die Bühne. Halb Mensch, halb Maschine. Und zumindest in Detroit war nicht jeder froh darüber. Ich hatte gerade eine Stelle als Sicherheitschef von Seraph Industries angetreten, einem führenden Biotech-Unternehmen. David Seraph hatte mich persönlich dafür ausgewählt, seine Mitarbeiter zu beschützen. Dazu gehörte auch meine Ex, Megan Reed. Sie war eine brillante Neurowissenschaftlerin und hatte einen Weg gefunden, Augmentierungen für alle sicher und bezahlbar zu machen. Sie musste ihre Ergebnisse nur noch vor dem Kongress präsentieren. Aber in der Nacht davor versagten meine Sicherheitsmaßnahmen. Ein Team von Black Ops-Söldnern stürmte die Seraph-Zentrale und tötete alle Anwesenden. Drei von ihnen waren schwer augmentierte Panzer auf zwei Beinen. Ihre Mission? Megan und ihr Team auszuschalten. Ich wollte sie aufhalten, aber ihr Anführer warf mich durch eine Panzerglasscheibe. Das Letzte, was ich hörte, als eine Kugel in mein Gehirn einschlug, war Megans Todesschrei. Ich hätte mit ihr sterben sollen. Aber das passierte nicht. Militärische High-End-Optimierungen retteten mein Leben. Die besten Augmentierungen, die Seraphs Geld kaufen konnte. Nach einem halben Jahr hatte ich mich an sie gewöhnt. Weitere Ruhe war mir nicht vergönnt, denn Seraph Industries wurde erneut angegriffen. Diesmal von einer radikalen Gruppe prohumaner Puristen. Gewalttätig, militant und fanatische Gegner menschlicher Augmentierung. Sie bezeichneten sich als Mitglieder der Humanitätsfront, einer gemeinnützigen Organisation, die von der UN eine Begrenzung der Biotechnologieforschung forderte. Bei ihrem Einbruch in Seraphs Fabrik stießen sie auf Techniker, die gerade an einer streng geheimen Augmentierung namens Typhoon arbeiteten. Ich sollte sie wieder beschaffen und fand schließlich direkt daneben einen der sogenannten Puristen, die mit Gehirnimplantaten ihre geheimen Daten herunterladen wollte. Hinter der Sache steckte offensichtlich mehr. Der Opti beging Selbstmord, bevor ich ihn befragen konnte. Seraph befahl mir, tiefer zu graben, und das tat ich auch, mit Hilfe von Frank Pritchard, Seraphs Leiter der Cybersicherheit. Es stellte sich heraus, dass ein zweiter Hacker die Aktionen des Optis von außen gesteuert hatte. Pritchard und ich verfolgten sein Signal bis zu einem geheimen FEMA-Internierungslager in Detroit. Dieselben Black Ops-Söldner waren dort, die mich 6 Monate zuvor zum Sterben zurückgelassen hatten. Sie versuchten natürlich erneut, mich zu töten. Aber diesmal hielt ich dagegen. Ich schaltete einen Tank namens Barrett aus und bekam von ihm eine neue Spur. Ein Penthouse in China. Natürlich wussten wir beide, dass es eine Falle war. Hengsha, China. Heimat einer so überfüllten Stadt, dass sie eine zweite obendrauf bauen mussten. Hier Spuren zu finden, dürfte schwierig werden. Zum Glück war ich nicht allein. Farida Malek, die beste Pilotin von Seraph Industries, hatte schon in Hengsha gelebt. Es ist immer gut, jemanden an der Seite zu haben, der sich auskennt. Malek setzte mich in der Lower City ab, in der Nähe des Penthouses, das Barrett erwähnt hatte. Bell Tower Associates, ein privates Sicherheitsunternehmen im Dienst der chinesischen Regierung, ließ das Apartment gerade durchsuchen, als ich ankam. Aber nicht aus dem Grund, den ich vermutete. Es stellte sich heraus, dass der Mieter ein krimineller Hacker namens Van Bruggen war. Derselbe Hacker, der den Opti in Seraphs Firma ferngesteuert hatte. Seine Panikreaktion, ihn Selbstmord begehen zu lassen, war ein Fehler gewesen. Denn nun wollten ihm seine Söldnerkameraden ans Leder. Und ich musste ihn zuerst finden. Der Weg zu Van Bruggen führte über die Triaden, die Bosse des organisierten Verbrechens in Hengsha. Sie hielten den Hacker in einem billigen Capsule-Hotel fest. Als ich Van Bruggen fand, erzählte er mir freimütig, wer ihn rekrutiert hatte. Zhao Yunru, die Präsidentin von Taiyong Medical. Laut Van Bruggen wollte Zhao die Augmentierungsindustrie monopolisieren und hatte Black Ops-Söldner zur Destabilisierung ihrer Konkurrenz rekrutiert. Seraph Industries stand ganz oben auf ihrer Liste. Um das zu beweisen, musste ich bei TYM eindringen und ein Überwachungshologramm von einem Server holen.
Ich hatte den Verdacht, dass Van Bruggen mir etwas verheimlichte, aber nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was mich dort erwartete. Megan war nicht tot. Sie und ihre 4 besten Kollegen waren entführt worden. Und ihre Entführer hatten es aussehen lassen, als wären sie tot. Ich musste mehr erfahren und stellte Sau in ihrem Penthouse zur Rede. Sie behauptete, nur ein kleines Rad im Getriebe zu sein und deutete eine mächtige Gruppe an, die die Geschicke der Welt kontrolliert. Dann floh sie in einen Panikraum und löste Alarm aus. Zeit für einen schnellen Abgang. Ich war sicher, dass Sau gelogen hatte. Aber ein Teil ihres Geständnisses klang logisch. David Sarif war um seine Leute so besorgt gewesen, dass er allen einen Peilsender unter die Haut hatte implantieren lassen. Die GPLs hätten am Tag des Angriffs senden müssen. Aber laut Sao hatte ein einziger Anruf bei Pikes, dem weltweit führenden Anbieter von Satellitennachrichten, genügt, um diese Signale abzustellen. Ich musste ins Pikes Hauptquartier in Montreal, um mehr zu erfahren. Eliza Cassan, First Lady of News von Pikes. Malik erklärte mich für verrückt, als ich sagte, Eliza sei in die Sache verwickelt. Die berühmteste Nachrichtensprecherin der Welt und ein Söldnerteam? Aber als ich Cassan in ihrem Büro befragte, gab sie offen zu, die Satelliten über Detroit in der Nacht gestört zu haben, als Megans Team entführt wurde. Sie habe allerdings nur Befehle befolgt. Sie wollte wohl noch mehr sagen, als Black Ops-Söldner auftauchten, um uns beide auszuschalten. Und plötzlich verschwand die Eliza, mit der ich gesprochen hatte. Die Söldner wurden von einer augmentierten Killerin angeführt, der ich schon 2-mal begegnet war. Fedorova, eine Frau, deren bester Freund die Stille war. Sie wartete, bis ich Elizas Sendesignal zu einem Serverraum unter dem Pikes-Komplex verfolgt hatte und griff mich dann von hinten an. Es kam zum Kampf. Danach war sie für immer still. Als Fedorova tot war und Eliza nicht mehr überwachen konnte, tauchte diese wieder auf. Es stellte sich heraus, dass Pikes First Lady of News überhaupt keine Lady war, sondern ein KI-Programm, das Datenstreams verarbeitete und die öffentliche Meinung kontrollierte. Eliza erzählte mir, dass die Söldner einen Arzt der Humanitätsfront namens Isis Sandoval mitgebracht hatten, um die Peilsender zu entfernen, während die Satelliten über Detroit offline waren. Und wenn ich mehr wissen wollte, sollte ich mit David Sarif reden. Als Malik und ich wieder in Detroit ankamen, waren die Spannungen zwischen normalen und augmentierten Bürgern eskaliert. In mehreren Städten kam es zu Unruhen und die UN sollte eingreifen. Sarif wollte eine Abstimmung über eine Intervention verhindern und sprach deshalb mit Hugh Darrow, dem Erfinder und Philanthropen, der früher ein führender Verfechter der Optimierungstechnologien gewesen war. Für Sarif stand viel auf dem Spiel. Megans Entdeckung hätte Millionen die Möglichkeit gegeben, sich über ihre normalen Möglichkeiten hinaus zu entwickeln. Und sie hätte gleichzeitig Sarif Industries in den Fortune 500 weit nach vorne gebracht. Laut Sarif wussten das Megans Entführer. Sie wollten diese Entwicklung aber nur, wenn sie sie selbst kontrollieren konnten. Sarif nannte seine Feinde Illuminaten und drängte mich weiterzusuchen. Ich suchte weiter und spürte Sandoval über den bekanntesten Augmentierungsgegner Amerikas auf, Bill Taggart, Sandovals Boss und Gründer der Humanitätsfront. Im Verhör gab Sandoval zu, Megans Team operiert zu haben, aber nicht, um die GPLs zu entfernen. Er hatte sie lediglich auf eine andere Frequenz umgestellt. Pritchard konnte eines der Signale bis nach China verfolgen. Malik und ich machten uns sofort auf den Weg. Unglücklicherweise waren uns die Illuminaten einen Schritt voraus. Vom Himmel geschossen von Bell Tower Associates. Nur Sekunden nach der Ankunft im Luftraum von Hangzhou. Maliks Können als Pilotin rettete mich. Nach einem harten Kampf entkam ich nach Lower Hangzhou. Das Signal, dem ich folgte, führte mich direkt zu den Triaden. Genauer gesagt zu dem augmentierten Arm von Tong Si Hung, dem Anführer einer Bande von Augmentierungsharvestern. Tong sagte, er habe den Arm einer Leiche abgenommen, die Belltower vor seine Tür gelegt hätten. Mindestens einer von Sarifs Wissenschaftlern war demnach tot.
Aber vielleicht nicht alle. Tong erzählte mir von einem Hafen für Menschenhandel und half mir, an Bord eines Schiffes von Belltower zu gelangen. Es fuhr zur Rifleman Bank Station, einer Militärbasis im südchinesischen Meer. Belltower hielt dort entführte Zivilisten gefangen und benutzte sie zur Perfektionierung des Hiren-Projekts, einem Mensch-Computer-Interface, bei dem die meisten Testpersonen ihr Leben lassen mussten. Meine Suche nach Megan hätte damit geendet, wenn nicht ein geheimnisvoller Verbündeter namens Quinn aufgetaucht wäre. Für meine Hilfe, Belltower hochgehen zu lassen, brachte er mich auf ein zweites Schiff, das nach Singapur fuhr, zur Omega Ranch, einer Biotech-Anlage der Illuminaten. Drei von Seraphs Wissenschaftlern wurden dort dazu gezwungen, eine Technologie zur ferngesteuerten Abschaltung von augmentierten Fähigkeiten zu entwickeln. Dank eines Notfallrückrufs der Weltgesundheitsorganisation war der erforderliche Biochip bei Millionen von Menschen weltweit bereits installiert worden. Mit Hilfe der Wissenschaftler verfolgte ich Megans Spur bis zu einem privaten Bereich der Ranch. Dort traf ich auf Jaron Namir, den Panzer, der mir bei unserer ersten Begegnung eine Kugel ins Gehirn gejagt hatte. Er hatte sich mit Zhao zusammengetan und gehofft, mich unvorbereitet zu erwischen. Ein für ihn folgenschwerer Irrtum. Ich fand Megan in einer Suite, die Hugh Darrow gehörte, dem milliardenschweren Philanthropen, den Seraph um Hilfe gebeten hatte. Darrow hatte sie überzeugt, den Biochip-Plan weiter zu verfolgen, indem er versprochen hatte, die Tech zu sabotieren. Gerade als sie das erklärte, begann Darrow mit einer weltweiten Fernsehansprache, in der er verkündete, dass Augmentierungen der Untergang der Menschheit seien. Und um das zu beweisen, aktivierte er die Biochips. Auf der ganzen Welt begannen Augmentierte Amok zu laufen und zu töten. Darrow hatte alle hintergangen. Und ich musste jetzt alles wieder in Ordnung bringen. Dazu musste ich Panchaya erreichen, eine riesige Anlage im arktischen Ozean. Ich rannte durch Gänge, die von augmentierten Arbeitern gebaut worden waren. Und überall sah ich Tod und Zerstörung. Als ich Darrows Sendesignal endlich abschaltete, war mir klar, welchen Schaden er angerichtet hatte. Dennoch war die Zukunft der Menschheit unklar. Wie würde die Welt auf diese Sabotage reagieren? Würden die Menschen jemals wieder Vertrauen zu Augmentierungen fassen? Was würde der nächste Schritt der Illuminaten sein? Nur die Zeit konnte uns darauf Antworten geben. Ich dachte früher, ich könnte die Welt retten. Und jetzt? Bei einem weiteren Terroranschlag sind 251 Passagiere an Bord des Sister Airlines Flugs 451 ums Leben gekommen, als ein augmentierter Passagier sich Zugang zum Cockpit verschaffte und die Crew brutal ermordete. Der Blackbox ist zu entnehmen, dass der Mann unter Flashbacks des Opti-Zwischenfalls litt. Jenem Tag vor 2 Jahren, an dem Augmentierte weltweit in eine psychotische Mordlust verfielen, die zum größten Verlust an Menschenleben in der jüngeren Geschichte führte. Manchmal muss man einfach loslassen. Und annehmen, was man geworden ist. Sie werden doch jetzt nicht sentimental, Techno, oder? Falls doch, MacReady. Sie werden es nicht kommen sehen. Agent Jensen, bekomme ich ein Problem mit Ihnen? Nein, Sir. Dazu besteht keine Veranlassung. Gut. Sie sind nämlich der einzige Augmentierte in diesem Team. Und das will ich unbedingt ausnutzen. Alle herhören! Wir haben einen Sandsturm am Arsch und können uns keine Fehler leisten. Wir suchen einen Waffenhändler. Sein Name ist Shepard, ein Ex-Belltower. Einer der Special Forces Commander, die während des Zwischenfalls verschwunden sind. Er ist aus seinem Versteck raus? Klingt nicht gut. Ist es auch nicht. Er verkauft Waffen und Militäraugmentierungen an Terroristen. Das ist Aaron Singh. Der Undercover-Agent, der Shepard aus seinem Loch geholt hat.
Der beste UC, den Interpol hat. Seit 3 Jahren versucht er, bei den Djinn nach oben zu kommen. Einem Schmugglerkartell aus dem Irak, das den Osten infiziert hat wie eine Seuche. Letzte Woche hat unser Waffenhändler, den Djinn, eine große Lieferung Schwarzmarktware zu einem Spottpreis angeboten. Singh soll die Abwicklung übernehmen. Es wird Ihnen nicht gefallen, wenn Interpol Ihre Party sprengt. Ist Singhs Tarnung wirklich gut? Im Moment schon. Und es muss auch so bleiben. Hier soll der Deal stattfinden. Ein halbfertiges Hotelhochhaus, das seit dem Zwischenfall verlassen ist. Das Innere ist nicht gerade schön. Lassen Sie mich raten. Die meisten Arbeiter hatten schwere Industrieaugmentierungen. Und beim Zwischenfall sind sie durchgedreht und haben ein Massaker angerichtet. Und seitdem war niemand außer einigen obdachlosen Junkies mehr da drin. Wie lautet Ihr Plan, Direktor? Singh trifft Shepard im Erdgeschoss, im Atrium des Hotels. Der Großteil seines Djinn-Teams ist im Penthouse und sichert einen Aussichtspunkt. MacReadys Team bezieht beim Atrium Position und führt die Verhaftung durch. Jensen, Sie gehen alleine übers Dach rein. Mein Einsatzziel? Sie sorgen dafür, dass die Djinn nicht eingreifen. Soweit wir wissen, gibt es nur einen Weg vom Atrium zur Penthouse-Etage. Ein halbwegs intakter Fahrstuhlschacht. Hier. Blockieren Sie den Zugang. Okay, lassen Sie mich gehen. Wollen Sie sich dabei nur auf Ihre Augmentierungen verlassen? Ich würde an Ihrer Stelle etwas Hardware mitnehmen. Zur Sicherheit. Ich gehe nicht ungeschützt rein. Geben Sie mir was Tödliches. Ihre Entscheidung, aber Singh ist undercover. Und überprüfen Sie Ihr Scheißvisier. Wie sieht's mit der Distanz aus? Es gibt in dem Gebäude viele große Räume und hohe Decken. Aber es gibt auch einige kleine, enge Zimmer. Eigentlich schlecht zum Schießen. Ich riskiere ungern was. Geben Sie mir etwas für den Nahkampf. Bekommen Sie. Eines noch, Jensen. Singh sagt, die Djinn benutzen einen tragbaren Funkverstärker. Er hat eine bessere Chance, seine Tarnung zu halten, wenn Sie das Ding deaktivieren. Ich halte die Augen offen. Aber stehen wir nicht unter Zeitdruck? Sie haben gesagt, ein Sandsturm zieht auf. So ist es. Und wir haben die Infos über diese Mission in letzter Minute bekommen. Also schwimmen wir ein bisschen. Im Notfall müssen Sie die Djinn vom Atrium fernhalten. Verstanden. Schluss mit dem fröhlichen Geplänkel, meine Herren. Wir nähern uns dem Zielgebäude. Sie zuerst, Jensen. Es geht los. Taskforce-Kommando. Hier Knife Leader. Aktiviere Flüstertriebwerke und gehe runter auf 1.5. Teamleader hier, Jensen. Ich bin auf dem Dach. Roger.
bewegen uns durch die Lobby Richtung... Oh, scheiße! Was ist los? Die Djinn haben ein paar Generatoren aufgestellt. Wir müssen die Tastenfelder hacken. Genießen Sie es, MacReady. Sie haben Farben und Form. Wichtig ist nur eins. Rot ist böse. Fick dich! Thank you.
Alok bin Bakana. Jensen, Mac, Achtung! Laut Doppler nähert sich der Sandsturm schnell. Er ist groß und trifft uns voll. Ich hasse die Wüste. Visuelle Bestätigung? Ja, die Zeit ist nicht auf unserer Seite. Verstanden. Verstanden.
تهيج علينا ما يهمنيش كل اللي عاوزوه اننا نخرج من هنا موجودة على السطح عشان تكون بعيدة من Zusammenbruch des Funkverkehrs brauchen. MacReady, wie kommen Sie voran? Langsamer als erwartet. Als hätte hier unten jemand einen Friedhof umgepflügt. Wie bitte? Als es 27 losging, müssen alle zu den Treppen gestürzt sein. Überall Leichen. Auch einige Ihrer Verwandten, Jensen. Soll ich Ihnen ein paar Teile mitbringen? Keine Teile. Aber wenn Sie schon fragen, ich nehme meinen mit Milch und 2 Stück Zucker. Hast du irgendwas gehört? Oder gesehen? Thank you.
Wilson, wie ist Ihre Position? Ich arbeite mich durch die Penthäuser. Vergessen Sie nicht den Funkverstärker der Djinn. Deaktivieren Sie ihn, falls möglich. Roger. Wir haben Wichtigeres zu tun. Alle mal herhören. Chang hat sich in das Funksignal der Djinn gehackt. Ich schalte uns jetzt drauf. Gleich müssten wir Singh hören. Khalil, الراجل اللي هيبقى علينا الحاجات جاي كمان شوية. روح قول لبقية الناس ان انا هعصلكم. وخليكم يعني منتظرين. Signal ist gut. Verstanden. Gut, ich schalte uns wieder drauf, wenn der Deal über die Bühne geht.
Der Signalverstärker ist online. Gut, ich konnte die da unten kaum hören. Okay, Augen offen halten. Ich sehe mal nach, ob ich irgendwas finde. Siehst du das auch? Miller, ich habe den Funkverstärker der Jin deaktiviert. Jetzt können Sie nicht mehr so leicht mithören. Gute Arbeit. Mit etwas Glück ist Zings Tarnung immer noch intakt, wenn das hier vorbei ist. Verstanden. Stoße jetzt zu Primärziel vor. Wir sind im Atrium und beziehen Stellung auf den Terrassen. Wo sind Sie? Noch unterwegs. Beeilen Sie sich! Feindlicher Helikopter im Anflug. Sandsturm nähert sich. Ist der Funkverstärker deaktiviert? Positiv. Verstärker ist Schrott. Dann hat der Zinnmann also doch ein Herz. Gute Aktion fürs Team. MacReady out. متأكد إن المنطقة دي متأمنة وما فيهاش حاجة. استنى بس. Thank you.
Hier ist Jensen. Zugangsweg gesichert. Jin sollten kein Problem sein. Over. Verstanden. Wurde auch Zeit. Feindlicher Heli gesichtet. Okay, Einsatzteam. Position und halten. Strike 1, in Stellung. Strike 2, bereit. Strike 3, klar. Strike 4 in Position, Boss. Augen nach oben, entsichern Männer. Ohne Scheiß, Braunnase. Hüten Sie Ihre Zunge, Halliday. Haltet den Mund! 5 in Position. Höchste Wachsamkeit. Singh hat Sichtkontakt zu Shepard. Schalte auf Mithören. Ziel im Einsatzgebiet. Singh ist hier unten, also Vorsicht beim Feuern. Sie haben Eier, Singh. Das hier mit einem Sandsturm im Nacken durchzuziehen. Der Verdienst gebührt allein Mutter Natur, Mr. Nennen Sie mich Shepard. Sehr erfreut. Sind das die Waffen? Die Augs. Wird immer schwieriger, sie zu beschaffen. Die Waffen sind noch im Helikopter. Zeigen Sie mir das Geld dann. Oh, was zum? Die Party wurde gestört. Shepard ist tot. Was? Wer? Was geht da unten vor? Miller, das sind nicht die Djinn. Wiederhole, nicht die Djinn. Sie wollen die Waffen. Feuer frei! Feuer frei! Feuer frei! Heizen wir ihn ein! MacReady, Sie wollen zum Helikopter. Können Sie schießen? Negativ, negativ! Stehen unter schwerem Beschuss! Der Helikopter darf nicht starten, Jensen! Alles klar. Scheiße! Sie rücken vor! Wir verlieren Singh. Jensen, ich erreiche ihn nicht. Jensen, der Sandsturm verschafft uns möglicherweise etwas Zeit, aber Sie müssen den Helikopter ausschalten. Verstanden. Team, Meldung! Es ist Singh! Wiederhole, Singh ist tot! Erstklassige Arbeit, Jensen, Sie scheiß Blechheimer! Ich bin nur ein Ziel.
haben keine Zeit. Jetzt oder nie. Sie müssen den Helikopter aufhalten. Miller, Ziel entkommen. Wiederhole, Ziel. Von Computern in Molekülgröße. Human kontrollierte Evolution für alle zugänglich zu machen. Wir werden mit Maschinen verschmelzen, mit Computern. Wenn das hier vorbei ist, können die Illuminaten Männer und Frauen wie Sie nicht mehr kontrollieren. Schreckliche Szenen auf den Straßen von Detroit. Wahnsinn hat die mechanisch augmentierten Menschen erfasst. Shanghai, Los Angeles, Ankara, Dubai. Da draußen sterben Menschen. Millionen. Die Suche nach Überlebenden in Panchaya ist jetzt nur noch eine Rettungsaktion. Die Tschechische Republik führt eine wachsende Liste von Ländern an, die die Umsiedlung ihrer augmentierten Bürger fordern. Es ist eine neue Welt, Adam. Sie hat Angst vor Menschen wie uns. Mit Bussen in sichere und abgetrennte Viertel gebracht. Sarah hat heute seine Tour geschlossen. Bist du wirklich der Opti-Zwischenfall? Würde das beenden? Wir waren Opfer. Das ist Vergeltung für eine Tragödie, die nicht zu kontrollieren war. Sie kontrollieren die Nachrichten. Sie begraben die Wahrheit unter Desinformation. Mehrere Detonationen. Vermutlich Autobomben. Ein neuer Terroranschlag. Diesmal auf ein Polizeirevier. Der UN-Sicherheitsrat hat Interpol darum gebeten. Das neue Antiterror-Team ist weltweit für Informationsbeschaffung und Bekämpfung zuständig. Agent Jensen. Ich lasse das nicht nochmal zu. Wie viel hat uns die Sache in Dubai gekostet? Sie kannten das Risiko. Wie viele Aktiva haben wir verloren? Alle bis auf 3. Egal. Aber wir konnten den Großteil der Lieferung retten. Die Mission war ein Erfolg. Ihre Vorstellung von einem Erfolg ist ziemlich großzügig. Dennoch könnte dieses ganze Chaos bei dem Anschlag gut für uns sein. Interpol wird wochenlang verwirrt sein. Und die Leute werden durch unsere ständige Führung auf unsere Seite gezogen. Das Projekt ist nun mal langfristig geplant. Das war auch nie anders. Meinen Sie? Muss ich Sie daran erinnern, wie weit wir vom Kurs abgekommen sind? Der Opti-Zwischenfall hat die Gesellschaft gespalten. Die Lage ist schlimmer als geplant. Und sie wird jeden Tag instabiler. Das ist nicht hinnehmbar. Für den Erfolg unserer Vision müssen störende Elemente beseitigt werden. Es wird Ihnen niemand widersprechen. Lassen Sie mich nach New York fliegen, dann analysiere ich die Lage persönlich. Vielleicht haben wir schon genügend Stimmen für das Humanrestitutionsgesetz. Also schön. Stanton, Sie begleiten ihn. Alle Gegner müssen durch finanziellen und politischen Druck mundtot gemacht werden. Los! Elizabeth, ich melde mich später. Das funktioniert nicht, Lucius. Trotz Stouts Geld. Rand wird in New York schwache, inkompetente Männer finden. Und da Nathaniel Brown nach wie vor eine Unbekannte ist... Natürlich. Deshalb verfolgen wir auch weiterhin unsere Alternativstrategie. Sie haben bisher viel beansprucht, Paige.
Jetzt haben Sie die Chance zu liefern. Alles ist vorbereitet. Wir können dann jederzeit loslegen. Wie sicher ist Ihre Kommunikation, Bob? Janus hat seine Augen anscheinend überall. Er und sein Juggernaut-Kollektiv... Janus wird kein Problem sein. Dafür habe ich gesorgt. Dubai war das Fundament. Jetzt brauchen wir Aufmerksamkeit. Page, aktivieren Sie die Schläferzelle. Konečná stanice Růžičkovo nádraží. Příjezd za 5 minut. Miller, hier ist Jensen. Ich steige gerade aus dem Zug. Verstanden. Wir besprechen alles hier. Kommen Sie direkt ins Büro? Wenn es keine Probleme an einem Kontrollpunkt gibt. Ihre Papiere müssten in Ordnung sein. Senken Sie einfach den Kopf. Miller out. Lassen Sie mich Ihnen helfen, Ma'am. Ma'am? Echt jetzt? Ich hätte auch Schätzchen sagen können. Hast du meine Nachricht über Dubai gekriegt? Ich bin froh, dass du okay bist, Adam. Das klang ja ziemlich übel, Mann. Jedenfalls hatte ich nicht damit gerechnet. Idee, wer das war? Deine Taskforce kriegt bestimmt was raus. Und zwar nicht dasselbe wie das, was das Juggernaut-Kollektiv rauskriegt. Irgendwie komisch, oder? Dass Interpol ausgerechnet dein Team, das Prag-Team, nach Dubai schickt? Miller sagte, alle wären unterwegs. Infos gab es in letzter Minute. Wir waren das einzig verfügbare Team. Naja, das war eine Lüge. Willkommen in Prag, Optis. Wir sollten hier weg. Das Kollektiv überwacht sämtliche Abteilungen der Taskforce, seit wir dich in eine davon eingeschleust haben. Es gibt ein Team in Oman, das viel schneller vor Ort gewesen wäre. Also warum dann wir? Keine Ahnung. Wenn die Illuminaten hinter der Taskforce stehen, wie wir alle vermuten, ergibt der Überfall keinen Sinn. Moment. Es sei denn, wir sollten etwas Bestimmtes sehen. Offiziell meine ich. Aufbewahre! Prepárate si papíry. Připravte si papíry na inspekci. Ach, keine Co je za problém? Ich denk nicht dran, Alex. Nezastavuj se! In den letzten Tagen ist es hier noch schlimmer geworden. Alle haben Todesangst, dass verängstigte Optis wie wir sie erneut angreifen. Irgendjemand wird angreifen. Behandle Menschen lange genug wie Tiere, dann verhalten sie sich auch so. Du sagst das, als könnten wir nichts dagegen tun. Ich hab's vor 2 Jahren versucht. Hat nicht geklappt. Und? Sollen wir einfach aufgeben? Hass und Vorurteilen das Feld überlassen? Niemals, vergiss es. Ich sage nur, dass ich den Feind sehen muss, Alex. Die Männer, die alles verursacht haben, die waren Powerbroker. Die muss ich aufhalten. Ich dachte, du wüsstest das. Ich, das Juggernaut-Kollektiv, wir versuchen genau das. Aber das heißt nicht, dass wir blind... Dann hilf mir, sie zu finden. Halt! Ihre Papiere!
auf sich auf, Techno. Ich weiß nicht, dass sie das tun. Das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Fassen Sie das nicht an. Machen Sie es nicht schwerer, als es sein muss. Stopp. Ich hasse diese Stadt. Komm jetzt. Wenn du mit Dubai recht hast und die Illuminaten dein Team als Zeugen brauchen, müssen wir den Grund dafür rausfinden. Wer hat den Einsatzbefehl erteilt? Miller. Aber es kam wahrscheinlich von jemandem weiter oben. Er kann trotzdem eingeweiht sein. Schon mal vom NSN gehört? Dem neuralen Subnetz. Die Direktoren von TF-29 planen damit Operationen und kommunizieren privat im Cyberspace. Was ist das? Flüsterchip. Ein Abhörgerät, das Janus speziell für das Motherboard des NSN entworfen hat. Ah, der unfassbare Janus, Anführer der Hacktivisten. Ob ich den jemals treffen werde? Eines Tages vielleicht. Jetzt musst du dich auf Miller konzentrieren und dir Zugriff auf das NSN Motherboard. Okay? Ja. Ja. Nichts wie raus hier. Mama! Mama, wo bist du? Hörst du das? Ich brauche Hilfe! Ich sehe mir das mal an. Okay, sei vorsichtig. Wir reden später. Hat einen. Scheiße. Alex, hier ist Adam. Hey, du klingst beschissen. Wie geht's dir? Angeschlagen, aber wird schon. Bist du okay? Ja, ich bin okay. Hab schon Schlimmeres erlebt. Mann, die Sache ist echt krass, was? Alex, meine Systeme spielen ein wenig verrückt. Ich muss sie nachsehen lassen. Aber wenn du einen treffen willst... Was? Nein, mir geht's gut. Erledige dein Zeug. Ich bin hart im Nehmen. Ruf an, wenn du wieder einsatzfähig bist, okay? Okay, mach ich. Also dann, bis bald.
Vorhänge auf. Guten Morgen, Adam. Sie haben eine neue Nachricht. Von wem? David Sarin. Abspielen. Adam, hier ist David. Ich weiß, es ist eine Weile her, aber nach dem Vorfall in Prag gestern. Hören Sie mal zu. Warum auch immer Sie mich in den letzten 2 Jahren gemieden haben. Das Leben ist zu kurz. Ich reise bald nach London. Rufen Sie mich an. Wurde die Vidcall-Nummer gespeichert? Ja, Adam. Aktivieren Sie einfach den Fernseher. Hier ist Jensen. Freut mich, endlich von Ihnen zu hören, Agent. Alles okay? Tut mir leid. Ich komme ins Büro, sobald ich kann. Aber meine Augs haben was abbekommen. Ich muss sie nachsehen lassen. Natürlich, wir haben viel Arbeit vor uns, Jensen. Wir sehen uns, sobald Sie da sind. Dr. Koller, ich muss Sie besuchen. Jensen, mein Lieblingstechno-Wunderkind. Klar, Mann. Wie wär's morgen gegen... oder lieber jetzt gleich? Jetzt würde es mir passen. Stimmt was nicht?
nichts Schlimmes. Nehmen Sie die U-Bahn. Irgendeine. Schnell. Die Vordertür ist keine friedliche Option, schon klar. Adam, danke für den Rückruf, mein Sohn. Sheriff. Ich habe von dem Anschlag in Prag gehört, ist in allen Nachrichten. Wurde jemand verletzt, den Sie kennen? Sie kennen mich, ich bin ein Einzelgänger. Erstaunlich, dass Sie wissen, dass ich hier bin. Interpol hat mich angerufen, als Sie sich für den Job beworben haben, im Rahmen Ihrer Überprüfung. Ich habe Sie nachdrücklich empfohlen. Danke. Was wollen Sie? Was ich will? Tja, Adam, ich weiß, ich habe fragwürdige Dinge getan, aber in den letzten 2 Jahren ist viel passiert. Bei uns beiden. Das stimmt. Ich bin froh, dass Sie aus Panchaya herausgekommen sind. Danke. Es war nicht einfach, wie Sie sicher wissen. Ich war fast tot, als die Rettungsteams mich aus den Trümmern zogen. Und während die Ärzte mich zusammenflickten, zerbrach meine Firma. Ich konnte vom Krankenhaus aus nichts dagegen tun. Ich habe gehört, Taeyong Medical hat alles aufgekauft. Nach dem Zwischenfall konnte das sonst niemand. Unsere Patente, unsere Tech, alles. Naja, manchmal muss ein Traum sterben, damit ein anderer aus der Asche auferstehen kann. Haben Sie was von Megan gehört? Nach allem, was wir durchgemacht hatten, dachte ich, sie bleibt bei mir. Aber sie wollte ja immer ganz vorne sein. Sie hat in Detroit keine Zukunft für sich gesehen, also ging sie zu Versalife. Sie ist nach Hongkong gezogen? San Francisco. Sie haben dort eine Offshore-Anlage. Rockasecca Beach kommt häufiger in den Nachrichten. Kalifornien also. Ob sie das ihrer Mutter erzählt hat? Mein Sohn, ich kann Ihnen nur raten, sie zu vergessen. Denn sie hat uns mit Sicherheit vergessen. Haben Sie mal mit Pritchard geredet? Frank? Ich glaube, der hat sich von uns allen am wenigsten verändert. Er würde wahrscheinlich sagen, dass er sich nicht ändern musste. Mit Sicherheit. Aber wenn die Welt sich so verändert wie unsere, bleiben alle auf der Strecke, die sich nicht anpassen. Frank ist jetzt selbstständig, macht aber immer noch Computersicherheit in Detroit. Keine Ahnung, ob sich das je ändert. In Ihrer Nachricht hieß es, Sie reisen nach London. Urlaub oder geht es um den neuen Traum? Ich treffe mich mit der Santo Group, mit Nathaniel Brown und seinen Investoren. Santo? Die haben den Utulek-Komplex gebaut, das Opti-Ghetto hier in Prag. Warum treffen Sie die? Brown hat große Pläne. Er will echte Lösungen, die zukunftsweisend sind. Haben Sie von der Safe Harbor-Initiative gehört? Ich habe von Rabia gehört, der Stadt hinter Mauern, die er und seine Firma für Optis in der Wüste bauen. Rabia ist nur ein Teil davon. Wir reden von autarken, energieeffizienten Archäologien, die überall auf der Erde errichtet werden können. Städte von Augmentierten für Augmentierte. Wo der Traum von der eigenkontrollierten menschlichen Evolution weiterlebt. Es mag im Moment nicht so aussehen, aber eines Tages werden die Menschen den Zwischenfall hinter sich lassen. Und dann werden wir dafür bereit sein. Unser erneuter Kontakt freut mich, Adam. Ich habe mich immer um Sie gesorgt und der Anschlag gestern... Sie haben nicht wegen des Anschlags angerufen. Fragen Sie einfach. Es ist nicht wichtig, wirklich. Ich brauche nur eine Unterschrift für die Konkursunterlagen. Sie brauchen meine Unterschrift? Es gab eine bürokratische Verwechslung, weil Sie ein Jahr lang für tot erklärt worden waren. Das Apartment in Detroit lief auf Ihren Namen, obwohl wir es bezahlten. Okay, schicken Sie mir die Unterlagen. Danke, Adam. Ich weiß es zu schätzen, wirklich. Auf Wiedersehen, Sheriff. Musíte otravovat.
Nimm am Chas. Alle finden unseren Weg zum Maschinengott. Suchender, wollen Sie zum Baumeister? Er schläft und ich kann ihn nicht wecken. Ich weiß nicht, ob er sich wieder erholt. Du hast uns die Mittel zu unserer Erlösung gegeben. Wende dich jetzt nicht ab. Einige von uns erinnern sich noch, Baumeister. Die Singularität ist nah. Du musst durchhalten. Gib den Glauben an die Kirche nicht auf. Ich bete, dass die Welt sich anders macht. Lassen Sie mich in Ruhe! Wurde die Angst vor Augmentieren zu Sie können sich nicht ernsthaft
Deutschland vertrieben, weil es Anschuldigungen gab. Diese Anschuldigungen waren falsch, als ich in Prag eintraf. Gab es einen Bombenanschlag auf eine Kirche? Biozellen, Schmerzmittel, gleich da drüben. Du willst Geschäfte machen? Der Mann ist da drüben. Tars ist euer Mann. Bei ihm kriegt ihr alles. Du willst Waffen, ja? Du willst Waffen? Könnte interessant sein. Ich verkaufe Waffen. Ja, hab ich mitgekriegt. Kauf mir was ab. Dann verschwinde von hier. Ich habe alles, was ich brauche. Dann verzieh dich. Beim nächsten Mal vielleicht. Tars ist euer Mann. Bei ihm kriegt ihr alles. Man hat einfach nie Zeit. Schmerzmittel, gleich da drüben. Du hast Eier.
Biozellen, Schmerzmittel, gleich da drüben. Willst du mir einen Grund geben, dich zu erschießen? Hey, das habe ich zuerst geklaut. Oh, schön. Mein Lieblingsopti. Willst du was kaufen? Schließen Sie sich uns an, Bruder. Friedesuchender. Suchender. Sind Sie bereit für den Aufstieg? Sie haben den falschen Mann. Nein. Ich sehe Ihre Reinheit. Sie sind schon ganz nah. Und die Singularitätskirche des Maschinengottes führt Sie den Rest des Weges. Ihre Kirche führt mich sicher nicht dorthin, wo ich hin will. Jeder von uns hat Bedürfnisse, die nach Aufmerksamkeit heischen, die erfüllt werden wollen. Wir haben kaum Zeit für die Frage, was jenseits dieser erbärmlichen Welt liegt. Und Sie haben eine Idee, was das sein könnte? Ich bin nur ein Diener, der die Botschaft verbreitet und den Hoffnungslosen Hoffnung anbietet. Und die Lehren der Kirche leiten mich dabei. Was wollen Sie wissen? Diese Singularitätskirche des Maschinengottes, ist die nur für Augmentierte? Die Mutter sagt, nur die Beschenkten werden aszendieren. Die Fleischgebeugten hat sie aussortiert. Sie sind also zum Rekrutieren hier, zur Verstärkung ihrer Reihen. Und mehr. Der Baumeister lebt an diesem Ort. Der Träumer unserer Aszension.
Verstoßen nach dem Willen der Mutter. Lassen Sie mich raten, er ist ein Fleischgebeugter. Nein, er hatte nur eine Glaubenskrise. Aber ich bin nicht so blind wie andere. Er war ein Freund, ein Mentor, ein Führer unserer Kirche. Manche erinnern sich noch. Haben Sie weitere Fragen? Ich habe oben Ihren Baumeister gesehen. Es geht ihm nicht gut. Das hatte ich befürchtet. Sein Fleisch wird schwach. Genau wie sein Glaube. Vielleicht hatte Mutter recht, ihn zu verstoßen, bevor er die Aszension beflecken konnte. Er spricht nicht für Ihre Kirche, wenn sie jemanden verstößt, weil er Fragen stellt. Sowas bremst die Nachwuchsrekrutierung. Ein Auserwählter hält Wache. Mehr kann ich nicht tun. Josephs Leidenschaft ist Gift geworden und das Fleisch ist schwach. Sonst ist nichts zu sagen, Suchender. Haben Sie noch weitere Fragen? Erzählen Sie mir mehr über diese Aszension. Unser Geist verlässt seine Hülle und verschmilzt mit dem göttlichen Bewusstsein des Maschinengottes. Das ist die Aszension. Es klingt, als wollten Sie eine Kopie Ihres Gehirns in einen Computer hochladen. Ich dachte, das geht noch gar nicht. Dank dem Baumeister schon, aber es ist viel mehr als eine simple Kopie. Es ist eine Übertragung. Joseph nannte es eine Evolution des menschlichen Seins. Haben Sie weitere Fragen, Suchender? Im Moment nicht. Vielleicht ein anderes Mal. So sei es, Suchender. Ich bin hier, wenn Sie Fragen haben. In die Einheit der Singularität. Können die dich nicht rauswerfen? Sei nicht naiv. Sie haben einen Grund. Tak si pro mě pojď, fešák. Pro tebe zabiješ. Seid ihr auf der Suche nach Kriegen? Du suchst die besten Preise in Prag? Natürlich nicht für Hotdogs. Wenn Hotdogs nicht dein Hauptgeschäft sind, warum hast du dann keinen Laden? Weil ich so die Fixkosten drücken und diesen Vorteil an die Kunden weitergeben kann. Ein echter Unternehmer. Aber hallo. Was hast du denn? Also, ich habe Infos von der Art, die was wert sind. Na, verlässliche Infos kann ich immer gebrauchen. Wer kann das nicht? Aber die gibt's nur gegen Neuropozyn. Das habe ich nicht. Dann gibt's keinen Deal. Aber komm wieder, wenn du welches hast. Wenn Sie nichts kaufen, müssen Sie hier auch nicht rumstehen. Lizenzgenehmigung, Freigabedokument, provisorischer Pass, Reiseschein und oder Authentizitätszertifikat. Früher wurden wir nur nach dem Ausweis gefragt. Früher ist vorbei.
So einen habe ich noch nie gesehen. Stufe Orange. Sie sind wohl was Besonderes. Nur jemand mit einem Job. Und den richtigen Werkzeugen dafür. Gehen Sie durch. Ganz ruhig. Kommt alles wieder in Ordnung. Kommt. Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Ganz ruhig. Kommt alles wieder in Ordnung. Kommt alles wieder in Ordnung. Ja? Was willst du haben? Bier? Was anderes? Was hast du sonst noch? Oh, nur ein ganz interessantes Objekt. Dafür, dass du vom Verkaufen lebst, bist du sehr schweigsam. Es ist heutzutage nicht einfach zu erkennen, wem man trauen kann. Zum Beispiel, du hast nicht zufällig etwas Neuropozin bei dir, das du erübrigen könntest, oder? Nein, tut mir leid. Schon okay, ich verstehe. Harte Zeiten. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nichts, danke. Okay. Geschlossen, Ujobok. Privatveranstaltung. Du hast hier nichts verloren, Metallmann. Alles Idiot. Lassen Sie mich in Ruhe. Mein. Vergiss deine Legitimationskarte nicht. Sieh professionell aus. Ohne eine von denen möchte ich nicht erwischt werden. Dog Lady! Aktuelle Papiere. Sonst kannst du hier nicht durch. Ich kenne das schon. Es läuft mittlerweile anders. Zu viele Fälschungen. Alle Optis brauchen jetzt eine erweiterte Legitimationskarte. Hast du eine? Ich kläre das mit meinen Vorgesetzten, die kümmern sich darum. Und für wen genau arbeitest du? Ist das wichtig? Hast du Angst, ich stehe über dir? Natürlich nicht. Die Regeln gelten für alle. Außerdem bin ich Bereichsdirektor der, Ausweiskontrolle. Ich unterstehe Gott persönlich. Und Gott sagt, wenn du ohne richtige Papiere weitergehst, ist es meine moralische Pflicht, dich zu erschießen. Tatsächlich. Mein Freund, ich weiß, was du denkst. Es ist schrecklich, welche Gesetze sie gegen deinesgleichen machen. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Wir könnten eine Abmachung treffen. Was für eine Abmachung? Zu deinem Glück kenne ich einen Typen. Experte für Genemisierung. Einen Dokumentenvermittler. Er hat Genehmigung, Legitimationskarten, Seelenfrieden. Mit seiner Hilfe kannst du hingehen, wo und wann du willst. Was hältst du davon?
Dieser Dokumentenvermittler, ist das der Boss? Lässt er dich Optis aufhalten und ihm diesen Geschäftsvorschlag unterbreiten? Sieh's dir selbst an. Mein Freund hat Dokumente für Kontrollpunkte. Für die Polizei, für Ecken von Prag, von denen du gar nichts wusstest. Sag ihm, Drahomir schickt dich. Du wirst sehen. Ich geb dir die Adresse, ja? Okay, gib mir die Adresse. Ich möchte wissen, wer hinter all dem steckt. Przekaszka. Hinter dem Apartmentgebäude ist ein Hof. Ganz leicht zu finden. Mein Freund wird dort sein. Er besorgt dir die aktuelle Legitimationskarte. Bezahl ihn einfach und stell keine Fragen. Was freue ich mich auf den Feierabend? Im Ernst? Ich habe ihn gestern Abend hinter dem Restaurant gesehen. Aber es muss einen besseren Weg geben, hier Neon zu sehen. Wir kaufen und verkaufen nicht. Der Regenbogen führt durchs Bonbon. Die Reichen kriegen Neon angeblich direkt ans Bett. Tut mir leid, wir verkaufen nur Regenbogen. Das ist eine andere. Ich verkaufe nur Neon. Tut mir leid. Ich war zuerst hier. Tut mir leid, wir verkaufen nur Regenbogen. Das ist eine andere. Man lässt sie morgen kurz vergessen. Bewegung! Das ist nicht meine Ware und nicht mein Problem. Ist die Sicherheit so? Setze erstmal den Modus fort. Kümmern Sie sich um Ihren Kram. Es tut mir leid, aber ich... Du musst zuerst zu Drahomir. Für Neukunden bin ich nicht zuständig. Dieser Bereich ist für dich gesperrt, Opti. Du stehst nicht auf der Gästeliste. Brauchst du? Ein gewisser Drahomir hat mich an einem Kontrollpunkt angehalten. Er schickt mich. Du hilfst Optis mit ihren Papieren, damit sie aktuell bleiben. Hast du das Geld? Vielleicht. Wofür bezahle ich eigentlich genau? Dass dein Name auf eine Liste kommt. Milena ist oben und macht dir schöne neue Papiere, die du in einer Woche abholen kannst. Gegen die Standardabholgebühr. Wie viel nimmst du den Leuten dafür ab? Nicht Leuten, Optis. 35.000 Credits. Dein Kumpel hat gesagt, das hier geht aufs Haus, weil ich so nett bin. Drahomir würde das nie sagen. Was würde er denn sagen? Vielleicht press aus jedem Opti-Arsch so viel Geld wie möglich raus? Läuft das hier so?
Pass auf, du gibst mir einfach, was du hast. Und ich setze deinen Namen auf die Liste. So läuft das hier. Milena leistet erstaunlich gute Arbeit. Sie gibt sich mehr Mühe als nötig. Mehr bekommst du nicht. Und was für hübsche Papiere kriege ich jetzt dafür? Scheiß Tourist. Du vergeudest meine Zeit, Opti. Ich mache mir langsam Sorgen. Schwing dein mit... Kontrollpunkt ist auf der anderen Seite der Stadt. Melde dich dort.
Hast du was gesagt? Nicht, oder? Ja.
Sagen Sie Drachenmir, ich bin fast fertig. Bitte, nicht schießen! Erzählen Sie mir, was hier vor sich geht. Kunsthandwerk? Ich glaube, Sie arbeiten für diese Betrüger da draußen. Oder arbeiten die für Sie? Es sollte niemals ein Betrug sein. Eher ein sozialer Dienst für Benachteiligte. Kein Opti wird zurückgelassen. Klingt für mich wie ein Fälscherring. Ich hasse das Wort Fälschen. Ich mache Grafikaktivismus. Ich helfe Leuten,
jemand anders zu sein. Außerdem kommt man mit Fälschen im Lebenslauf nicht weit. Sie sind an etwas beteiligt, bei dem Menschen ausgenutzt werden und machen sich Gedanken über ihren Lebenslauf? So habe ich es nicht gemeint. Klar, Karriere ist wichtig, aber sie ist nicht alles. Ich werde nervös, wenn ich im Stress... Also ich bin im Stress, wenn... Und das macht immer alles schlimmer. Puh. Ich habe doch keinen Grund, nervös zu sein, oder? Sie sind auf meiner Seite, richtig? Einer von den Guten. Nicht wie Drachomir. Ihre Freunde schüchtern da draußen Optis ein, nutzen ihre Angst vor Deportationen aus. Und sie gehören dazu. Sie haben Glück, wenn sie nicht in den Knast gehen. Ich bin schon im Knast. Glauben Sie, die lassen mich hier weg? Drachomir sagt den Leuten, er ist ein Cop. Aber das stimmt nicht. Die Uniform ist geklaut, wie die Waffe. Und die richtet er auf Leute wie mich, damit wir tun, was er sagt. Was hätte ich tun sollen? Ich sitze hier und mache so gute Dokumente wie möglich. Sie haben bei einer Erpressung geholfen. Dafür gibt's bei mir keine Sympathiepunkte. Das mit der Erpressung ist mies. Ich sag Ihnen, ich bin total gegen Erpressung. Natürlich. Ich erklär's Ihnen. Die Regierung druckt jeden Monat offizielle Papiere, verkauft sie aber nur an reiche Partner in Unternehmen und der Armee. Gleichzeitig werden die anderen Optis aus der Stadt getrieben, weil ihre Papiere nicht aktuell genug sind. Und genau das ist meinen Freunden passiert. Gute Absichten oder nicht? Sie waren Teil eines Verbrechens. Ach, deshalb die zwielichtigen Typen. Danke für die Information. Die Waffe vor meinem Gesicht war noch nicht deutlich genug. Die Stadt geht gegen die Fälschung vor und meine Freunde werden sowieso alle deportiert. Gehört alles zu meinem Masterplan. Als er zu scheitern drohte, wollte ich natürlich aufhören. Aber? Ich hatte Angst. Drachomir hat gesagt, er bringt mich um. Mit dem gleichen Blick, den Sie jetzt haben. Bringen Sie mich auch um? Was denken Sie? Ich weiß noch nicht. Das eigentliche Problem ist Drachomir und sein Kontrollpunkt. Ohne ihn könnten die anderen nicht mal einen Getränkestand betreiben. Sie könnten doch... Oder? Glauben Sie, ich laufe rum und erschieße Leute? Etwa nicht. Ich halte mir auch gern andere Optionen offen. Okay. Erstechen Sie ihn. Machen Sie ihm Angst. Oder holen Sie die Polizei. Drachomir hat mal eine Polizistin erwähnt, die ihn bedroht hat. Sie hing an seinem Kontrollpunkt rum. Vielleicht gibt es in Prag doch einen aufrechten Cop. Das hört sich sehr gut an. Andernfalls müsste ich für Sie gegen ein paar Typen in Uniform kämpfen. Betrüger oder nicht? Sie hätten die ganze Stadt gegen sich. Trotzdem, es ist und bleibt Ihre Entscheidung. Genau. Und nur damit das klar ist, werden Sie jetzt aufhören, Dokumente zu fälschen? Ich mag keinen Ärger. Und noch schlimmer ist es, wenn jemand wegen mir leidet. Ich fälsche nie wieder Dokumente. Außer jemand braucht wirklich unbedingt Papiere. Dann würde ich es wahrscheinlich machen. Wenn wir wissen, dass wir helfen können, müssen wir es auch tun, oder? Kommt drauf an, was Sie vorhaben. Meine Papiere können die Behörden täuschen. Eigentlich. Eigentlich? Drachomir hat die Straßen mit Fälschungen überflutet. Also hat die Stadt Scanner und Prüfzahlen hinzugefügt. Solange meine Ausweise nicht in der Datenbank der Stadt aktiviert werden, sind sie nur Plastik. Die Leute zahlen also für Fälschungen und werden trotzdem deportiert? So muss es nicht ablaufen. Ich habe hier zwei brandneue Ausweise. Wir könnten diesen Leuten wirklich helfen. Na,
Ich glaube nicht. Mir gefällt zwar nicht, wie die Stadt entscheidet, wer bleiben darf und wer nicht, aber das heißt nicht, dass ich ihre Form von Hilfe gut finde. Schade, dass Sie so denken. Dann war's das wohl? Um die Typen da draußen habe ich mich gekümmert, kein Problem. Danke. Für einen geheimnisvollen Militärtypen sind Sie echt okay, glaube ich. Übrigens, da drüben steht ein Safe mit Ihrem Geld. Ich gebe Ihnen den Code. 2489. Bedienen Sie sich ruhig. Und Sie? Längst erledigt. Was 2027 an diesem schicksalhaften Tag passiert ist, war der größte Terror, den die Welt je gesehen hat. Ob die Zwischenfall... Jensen, ich mach mir langsam Sorgen. Muss ich in jedem Polizeirevier der Stadt nach Ihnen fragen? Das ist nicht nötig, ich bin bald da. Gut, wir haben nämlich Arbeit. Thank you.
sicher. Brauchst du einen Muntermacher? Sto, denkst du, so rede ich mit dir? Wie viel willst du diesmal ausgeben, hm? Unsere Erlösung suchende. Die Kirche des Maschinengottes liegt nicht vor aller Mann, dieses verdammte Zutat. Was immer du brauchst. Wurscht. Ich gehe dann. Profi Bratz. Zu Hause wärst du längst tot. Thank you.
Dann fett. Schmerzmittel. Dieses verdammte Zutaten. Lieb unsere Erde. Nimm dein Schicksal. Die Lage scheint sich beruhigt zu haben. Vielleicht haben wir noch eine. Egal, ob für die Art oder für Geld. Und mein Freund, jetzt hast du die... Und mein Freund, jetzt hast du die Karte, ja? Ich weiß alles über deine Erpressung in Draumir.
Das hat jetzt ein Ende. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aber ich sag dir was. Verschwinde von hier. Sofort. Dann vergesse ich deine abgelaufenen Papiere. Ich weiß, dass du kein echter Polizist bist. Und ich weiß, dass deine Fälschungen nicht mehr funktionieren. Wie lange soll das noch gehen, bis die Leute merken, dass du ein Betrüger bist? Die Opti-Papiere funktionieren vielleicht nicht mehr. Aber meine Polizeiausweise, sehr überzeugend. Hier eine Karte vorzeigen, da Geld in eine Tasche stecken. Die Bullen tun mir nichts. Nicht wegen sowas. Zum Glück bin ich kein Bulle. Okay, du willst zu Milena, ja? Sie stellt die Fälschung her. Ich bin nur ein Mittelsmann. Das ist nicht wahr. Milena hat mir alles erzählt. Du hast mit ihr gesprochen? Hör zu, es ist nichts Persönliches. Wenn dir dein Leben lieb ist, machst du auch nichts Persönliches draus. Ich werde alles tun, um zu schützen, was mir gehört. Dein Geschäft macht dicht. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Du verkaufst keine falschen Hoffnungen mehr. Tatsächlich. Du redest doch nur. Und ich kann's beweisen. Buh! Hast du das gehört? Leben gehört. Sie hat jemanden verloren. Pavel ist leicht zu beeindrucken. Aus Angst vor der Welt hat er sich immer versteckt und
Dass es aufhört. Bitte sagen Sie es niemandem. Wisnik sollte nicht hier sein. Psst. Aber ich bin hier. Ich glaube Ihnen. Ich war ein Teil davon. Vom Schwarmgehirn. Im Tor hab ich gefragt. Was hält uns zusammen? Wo? Warum? Jetzt das hier. Exil im Exil. Ich wurde abgekoppeltet. Abgekoppelt? Abgekoppelt wovon? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Wenn ein Mangel an Verständnissung zwischen meinen Gehirnen besteht, hat er mir das angetan. Er tut sowas. Aber ich kann Sie nicht zwingen, denn ich bin nicht wie er. Nicht wie wer? Wer hat Sie gezwungen? Gemeinsam ergeben Sie sich ihm. Ihm, dem Opportunisten, dem Retter. Der Ratte! Ich weigerte mich und sah. Ich sah. Darum bekam er Angst vor mir. Sie haben offensichtlich einiges durchgemacht. Irgendjemand hat Ihnen das angetan. Wenn ich es begreife, kann ich Ihnen vielleicht helfen. Ja, okay. Sie schaffen das. Ich seh's. Sie werden begreifen. Sie werden mitfühligen. Denn in Wahrheit ist er ist wie wir, nur mehr. Es ist ein Hilferuf. Sie werden ihn hören. Was ist ein Hilferuf? Der kleine Hirntrick, die Überredung. Er ist gefangen in dem, was er kann, wie die Ratte. Jetzt ergibt alles Sinn. Wer am meisten fürchtet, was aus der Welt geworden ist, klammert sich an die erste Alternative. Nun sind sie alle in signaliert. Also, Moment mal. Alle hinter dem Tor sind auf etwas insignaliert, wie die Ratte. Genau. Schön, dass wir uns verstehen. Okay, nicht vergessen. Sie können ihn nur stellen, wenn er weiß, dass Sie wissen, dass er weiß. Also brauchen Sie den Namen. Ich soll ihn nicht preisgeben, aber ich muss. Ich muss! Und dann müssen Sie auch, ja? Sie wollen, dass ich durch das Tor gehe und jemanden stelle, der Ihnen etwas angetan hat. Und der auch anderen etwas antut, okay? Aber ich muss mehr darüber wissen, was dort vorgeht. Er holt sie nahe heran und bringt sie fort. Sie müssen ihn von den anderen lösen, dem Mentalgedanken widerstehen. Sie müssen beruhigt werden. Was hält sie alle zusammen? Es ist nicht seine Persönlichkeit. Wenn Sie sehen, wer Richard wirklich ist, erkennen Sie, dass er das nicht sein kann. Richard, mal sehen, worauf ich mich eingelassen habe. Der Rattenfänger ist eine Ratte. Eine Ratte!
Wisnik könnte Hilfe brauchen. Fremder? Er sollte nicht hier sein. Ein Fremder, er gehört nicht zu uns. Seht ihn nicht an. Er wird uns wehtun. Er kann uns nicht wehtun. Er wird sich benehmen. Er wird sich benehmen müssen. Richard weiß, was zu tun ist. Er wird auf Richard hören. Richard, beschütze uns, Richard. Richard. Treten Sie näher. Ich will Sie sehen. Keine Angst, es werden nur Ihre schlimmsten Impulse überprüft. Ich hoffe, Sie haben dafür Verständnis. Wir predigen hier Pazifismus. Alternativen zum Terror. Wir wollen keine Tiere, die sich im Schlamm wälzen. Wer sind Sie? Was ist das hier? Das hier. So sieht die neue Freiheit aus. Die gemeinsame Ausformung einer Erfahrung aus der Fantasie. Also eine Art Experiment? Das haben wir hinter uns. Wir etablieren Wahrheiten. Neue Formen der Gemeinschaft, in denen Menschen leben können. Ihr eigenes kleines Utopia. Draußen gibt es einen Mann, der mich gebeten hat, Sie zu besuchen. Er hat gesagt, Sie... Ich weiß, wie es draußen ist. Gefangen zwischen Erniedrigung und Terror. Zwischen Vorschriften und Registrierungscodes. Gelächter vom Band. Träume nach Drehbuch. Kein Ort mehr, wo man leben kann. Ich bin gekommen, weil ich dachte, etwas stimmt nicht. Ich hatte Grund zu glauben, etwas stimmt nicht. Nichts stimmt. Deshalb sind wir hier. Ohne diese Schrecken. Wenn auch nur in diesem kleinen Winkel der Welt. Ich möchte Ihnen eine Version von sich selbst vorschlagen. Ohne Misstrauen. Ohne die Hinterhältigkeiten, die sich unterwegs ansammeln. Hier gibt es keine Ungerechtigkeit. Kein Leid. Keine animalischen Impulse. Hier können Sie endlich Mensch sein. Ich weiß vielleicht nicht genau, was hier los ist, aber ich weiß, dass ehrliche Menschen sich nicht verstecken. Ich weiß, was Sie denken. Sie können es nicht erwarten, die beste Version von sich selbst zu sein. Ich weiß nicht sicher, ob Sie etwas Unrechtes tun. Weil es nicht so ist. Außer es ist Unrecht, Menschen zu retten. Die Welt ist voller Brutalität, Unterdrückung, Vertreibung. Das Restitutionsgesetz ist die größte Menschenrechtsverletzung aller Zeiten. Diese Menschen verdienen etwas Besseres. Die meisten, die sich Retter nennen, Sie sind skeptisch, das ist verständlich. Sie sind ein Produkt ihrer Zeit. Niemand zwingt sie zu bleiben. Sie wollen, dass ich gehe, wie Wisnik. Ich will, dass Sie verstehen. Die Menschen hier sind gute Leute. Mit meiner Hilfe haben sie etwas Wunderbares erreicht. Sie haben eine bessere Version von sich selbst gefunden. Als Gemeinschaft. Versprechen Sie mir, das nicht zu gefährden. Ich bin nicht hier, um diese Menschen zu gefährden. Das reicht mir. Mehr wollte ich nicht hören. Wir wissen alle, wozu das führt. Wir haben alle gesehen, was aus Wisnik geworden ist.
der Skeptiker. Er sieht nur Kanalisation und Herumtreiber vor einem Gesicht im Fernsehen, nicht die Welt, die wir erschaffen haben. Und bis er sie sieht, sollte er kein Wort sagen. Ich bin eins mit Richards Stimme. Als Individuum gehörte keiner von uns nach draußen. Dort war kein Platz für uns. Willkommen zur nächsten Phase unserer Reise. Haltet euch fest. Schließt euer inneres Auge. Wir überwinden jetzt unsere Basisimpulse. Keine Gewalt, keine Ängste, keine zur nächsten Phase unserer Reise. Haltet euch fest. Schließt euer inneres Auge. Wir überwinden jetzt unsere Basisimpulse. Kein Skeptiker. Es ist ein großer Garten, Marvel. Ein Ideal, das wir alle anstreben. Du hast ihn gestaltet und wirst ihn immer behalten.
Ihr seid sicher hier bei mir. Versprochen. Ich tue alles, damit ihr hier sicher seid. Es ist ein großer Garten, Marvin. Ein Ideal, das wir alle anbieten. Das passiert, wenn die Außenwelt versucht einzudringen. Bitte, ich habe Geld. Töten Sie mich nicht. Ihr seid sicher hier bei mir. Versprochen. Ich tue alles, damit ihr hier sicher seid. Spionieren ist ein Symptom kranker Seelen. Legt die Dunkelheit ab. Sie gehören nicht hierher. Sie müssen gehen. Der Sturm ist vorbeigezogen. Er ist vorbei. Die Leitern sollen... Schließt eure Augen. Ich höre es noch. Wie eine Mücke in meinem Gehirn.
Prüfung ist vorbeigezogen. Damals gab es keine augmentierten Sicherheitsleute. Alles lief automatisch. Die haben von den Zwischenfällen nichts mitgenommen. Vielleicht war es das. Keine verdächtigen Bewegungen. Wir behalten sie im Auge, ob die...
Club wünscht Ihnen einen schönen... Entschuldigen Sie. Ja, haben Sie vielleicht Fragen? Funktioniert Rapier? Hey, Jensen. Sind Sie in der Nähe? Die Lage hier wird kompliziert. Ich könnte wirklich Ihre Hilfe brauchen. Ich komme, sobald ich kann, Koller. Wenn ein Stern in finsterer Nacht... Was? Das Ziel. Ich habe schon Angst, meine Wohnung zu verlassen. Man hätte ihn schon vor Jahren.